Hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Episode der Heldengenerierung für die Nordland-Trilogie, wo wir uns heute den, ich sag mal, etwas weniger kampflastigen Mitgliedern unserer Truppe zuwenden werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass die im Kampf nutzlos sind. Das bedeutet nur, dass die natürlich den Fokus nicht so sehr auf die Kämpfe gelegt haben, wie der Krieger und der Zwerg, die wir letztes Mal generiert haben. Ich muss an dieser Stelle allerdings gestehen, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, was die Statusvoraussetzungen angeht. Deswegen würde ich jetzt hier nebenbei tatsächlich mal schnell googeln. Um da mal nachzugucken. So, das schwarze Auge. Schicksalsklinge. Anforderungen. Das wird doch bestimmt irgendwo stehen. Ja, belastend. Ich gucke noch mal hier durch, aber offizielles Lösung, das ist sehr interessant, was man hier so findet. Die Sache ist, dass hier überhaupt nichts von den Anforderungen steht. Das ist natürlich belastend. Finde ich hier vielleicht was? Ich meine, wenn ich jetzt nicht relativ zeitnah etwas finde hier, machen wir es anders. Ja, nee, das wird hier nichts. Ich habe gedacht, ich würde das schneller finden. Gut, dann machen wir es anders. Ja, dann tricksen wir jetzt ein bisschen. Das nimmt euch... Aua. Das war mein Knie, das da gerade etwas nähere Bekanntschaft mit dem Schreibtisch gemacht hat. Das nimmt euch zwar ein bisschen die Überraschung, was wir jetzt erstellen. Aber dann machen wir es über Typus frei wählen. Und gucken uns mal die Werte an, die da zugewiesen werden. Und nehmen die so ein bisschen als die Richtwerte für das, was wir hier erschaffen wollen. So, und zwar hätte ich gerne okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Jäger wirklich Charisma braucht. Gewandtheit und Intuition, das ist relativ wahrscheinlich, ja. Das ist relativ wahrscheinlich, aber ja, da sehen wir es doch schon ganz gut. Also Gewandtheit, Intuition. Raumangst könnte ich mir gut vorstellen bei einem Jäger. Da müssen wir mal gucken, wie die schlechten Eigenschaften sich hier verändern. Also Raumangst bleibt auf 7. Das ist etwas, das wir uns schon mal merken sollten. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Die Höhenangst, die ändert sich auch nicht. Das ist auch sehr interessant. So, wenn es jetzt beim nächsten Mal auch auf 7 ist, nee. Es ist, die Konstanten sind Gewandtheit 12, Intuition 12 und Raumangst 7, soweit ich das sehen kann. So, dann machen wir mal einen neuen Helden. Und verteilen mal unsere Punkte. Und natürlich gilt auch hier wieder die 75-Punkte-Regel. Eine 9. Können wir mein Charisma verteilen. Hier, Gewandtheit ist wichtig. Oh, verdammt, ich habe das Plus vergessen. Wartet mal. Plus 13, plus 12. So, jetzt bin ich hin und her gerissen. Setze ich das jetzt direkt auf die Intuition? Ja, komm, ich setze das auf die Intuition. Wir gehen auf Nummer sicher. Dann haben wir hier eine 8 und dann noch eine 12. Die 12 geht diesmal auf die Fingerfertigkeit. So, ist jetzt nicht so super geilen Mutwert von 9 zu haben.
Aber wir sind auch einen Punkt an unseren Anforderungen vorbei. Was bedeutet, dass wir mit den Punkten nochmal manipulieren können, im Zweifelsfall. So, machen wir Raumangst 6, dann der Jäger kann ruhig neugierig sein. Ja, der kann von mir aus auch jähzornig sein. Jetzt wird's langsam eklig. Aber glaube 2, das ist mir wichtig. Oh Gott, ein Jäger mit Höhenangst, ist das sinnvoll? Oh Gott, das sind ja beschissene Werte. Nee, die machen wir neu. Die machen wir neu, das ist mir dann doch zu doof. Ja, hier mit einer 8 schon wieder einzusteigen, das ist ekelhaft. Ja, komm. nee. Diesmal waren die schlechten Eigenschaften zwar ganz gut, aber... Alter! Wie wahrscheinlich ist es, bitteschön, bei der Generierung dreimal hintereinander als ersten Wert eine 8 zu haben? Das ist ja ekelhaft. Dieses Spiel hasst uns, ne? Es ist das... Warte mal, 8 plus 9, das sind doch niemals, kommt das an die, an unsere Anforderungen. Das sind 70 Punkte, vergesst es. Vergesst es, ich habe da ja schon so ein bisschen, so ein paar Anforderungen habe ich ja dann natürlich doch. Gewandtheit 13, das finde ich schon mal gut. Charisma 9, Intuition 13, ja, das sieht doch schon besser aus hier. Das sieht doch schon besser aus. Machen wir einen Finger fertig, ne, machen wir Mut 10, Fingerfertigkeit 13, Körperkraft 12, Klugheit, Alter, das sind gute Werte. Also jetzt nicht überragend, aber dreimal die 13 ist natürlich richtig gut. Ja, das sind 81 Punkte, das ist mit Abstand das Beste, was wir hatten. Das behalten wir auf jeden Fall. So, wir können sogar noch einen steigern, Leute. Ne, ich würde sagen, Mut. Mut machen wir nochmal auf 11. Dann können wir nämlich die Raumangst nochmal um 2 steigern. Okay, jetzt wird's widerlich. Na gut. Ich hab ja beim letzten Mal schon gesagt, Aberglaube und Totenangst sind mit Abstand die wichtigsten negativen Eigenschaften, die zu spielen. Wohingegen Raumangst und Jähzorn, soweit ich weiß, so gut wie gar keine Rolle spielen. Ja, ich wage zu behaupten, nach Aberglaube und Totenangst ist höchstwahrscheinlich die Höhenangst dann das Wichtigste. Mit diesen Grundvoraussetzungen ist kein Heldentyp möglich. What? Das ist natürlich etwas belastend. Das ist jetzt ein bisschen belastend. Okay, woran könnte es liegen? Am Mut vielleicht? Wir können ja den Mut mal erhöhen. Ach ja, natürlich, die Raumangst ist noch nicht hoch genug. Ich bin ein Idiot. Da ist der Jäger und es wird eine Jägerin, die wir herstellen. Oh Gott, ist das eine Hackfresse. Die ist auch nicht besser. Also wird es wohl die hier werden. So, der Name der guten Dame ist Araka. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es? Ich bin tatsächlich gerade überlegen, ob er noch irgendwas... Was zum Beispiel die Klugheit um einen senken? Nee, ich lasse das jetzt so. Schutzgott Raya, die Göttin der Liebe. Ulala. So, und auch Araka... Ihr seht, Araka hat einen Attack- und Paradebasiswert von 8, also schon mal besser als unser Krieger. Und wir haben natürlich wieder 20 Talentpunkte zu verteilen, genau wie letztes Mal auch.
von denen mindestens einer in Schusswaffen geht, und zwar jeden Stufenanstieg. Was ist noch interessant für einen Jäger? Schwerter vielleicht. Ich schwanke zwischen Schwerter und Speere tatsächlich. Machen wir jetzt mal. Wir können ja. Araka wird sowieso die meiste Zeit mit Pfeil und Bogen kämpfen. Da können wir bei den Stufenanstiegen Schwerter und Speere immer im Wechsel vielleicht ein bisschen hochsetzen. So, wichtig auch hier. Klettern. Schwimmen. Wobei Schwimmen 5 eigentlich schon recht ausreichend ist. Aber geil ist, dass sie schon einen relativ hohen Wert an Schleichen hat. Da gibt es nämlich tatsächlich noch ein, zwei Stellen im Spiel, wo wir das dann ganz gut benutzen können. So, wir gucken mal weiter. Denn Araka ist diejenige, die dann hier auch jagen muss. Deswegen lassen wir die Gesellschaftstalente bei ihr mal außen vor. Aber Wissen nicht unbedingt. Nämlich Geografie, habe ich gehört, soll bei der Navigation teilweise recht wichtig werden. Deswegen investieren wir da ein paar Punkte. So, dann versuchen wir uns einmal an Gefahrensinn und Sinnesschärfe. Die sind nämlich, glaube ich, für alle ganz hilfreich. Und vor allem, das hier ist unser Wildnisleben-Charakter. Ja, und unser Wildnisleben-Charakter ist der Charakter, der die Gruppe höchstwahrscheinlich bei den Reisen außerhalb der Städte, sprich in der Wildnis, anführen wird. Ja, und da es auch dort Gefahren gibt und Dinge zu entdecken, sollte dieser Charakter einen hohen Gefahrensinn und Sinnesschärfewert haben. Das ist wichtig für Zufallsbegegnungen und ähnliches. Und schon allein das ist halt Grund genug, das hier an dieser Stelle zu steigern. Ansonsten die Naturtalente. Die Naturtalente sind auch recht wichtig. Ich kenne Araka gut genug, um zu wissen, dass sie musizieren würde, steigern wollen. Auch wenn wir das eigentlich... Eigentlich haben wir gerade andere Prioritäten. Und zwar Orientierung. Pflanzenkunde brauchen wir hier tatsächlich nicht. Da würde ich eher sagen, ist nicht so wichtig. Aber Fährten suchen, so als Jäger. Und Tierkunde. Fesseln ist in dem Zusammenhang tatsächlich auch gar nicht so irrelevant. Wildnisleben im Allgemeinen würde ich jetzt auch nochmal steigern wollen. Oh Gott. Dann steigern wir das nicht. Und benutzen die letzten zwei Punkte, um Araka noch was Gutes zu tun und ihr so ein bisschen musizieren beizubringen. Ja, das ist tatsächlich nicht so relevant. Das ist eine von mehreren Möglichkeiten, die man hat, im Spiel so ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Ist nicht verkehrt, musizieren in der Hinsicht besser als Taschendiebstahl oder Falschspiel. Denn Taschendiebstahl und Falschspiel, die bringen zwar in der Regel mehr Geld auf einmal ein, als wenn man jetzt musizieren oder zum Beispiel auch Akrobatik benutzt. Dafür ist es so, wenn bei Taschendiebstahl oder bei Falschspiel dann eine Probe misslingt, eine Talentprobe, dann fliegt man aus der Taverne, Kneipe, Herberge, was auch immer raus und darf die dann auch in Zukunft nicht mehr betreten und benutzen, was potenziell eher suboptimal werden könnte, wohingegen eine gescheiterte Probe bei Musizieren und Akrobatik halt einfach nur bedeutet, dass den Leuten das, was man da gerade abgeliefert hat, jetzt erst nicht so super duper gefallen hat. Aber ansonsten nicht so die großartigsten Konsequenzen hat. So, aber ich bin prinzipiell mit unserer Jägerin tatsächlich außerordentlich zufrieden. Ist alleine von den Werten her tatsächlich der stärkste Charakter, den wir für unsere Gruppe bisher erstellt haben. So, hier würde ich tatsächlich sagen, auch Schwerter, Attacke erhöhen. Und würde das ansonsten tatsächlich so lassen wollen.
Sieht eigentlich ganz gut aus. Schusswaffen 15 ist schon mal ein richtig geiler Wert. Das ist Araka, unsere Jägerin. So, geht's gleich mal weiter mit dem nächsten Helden. Denn ein Hammer noch. Ein Hammer für heute noch. Und zwar... Ich hab tatsächlich für den nächsten Charakter, habe ich ungefähr die Idee, was da wahrscheinlich relativ hoch sein muss. Ich wähle trotzdem einmal frei, denn das, was wir gerade für den Wald gemacht haben, das machen wir jetzt nochmal für die Stadt. Mut ist relativ weit oben. Ja, Fingerfertigkeit und Gewandtheit, das habe ich mir schon gedacht, dass die wichtig sind. Und was bei einem Streuner auch wichtig ist, ist die Goldgier, da bin ich mir relativ sicher. Ich war noch am Überlegen, ob wir Neugier vielleicht brauchen. Ja, nochmal Vergleichswerte. Mut, Fingerfertigkeit, Gewandtheit haben sich nicht geändert. Goldgier ist auf 5 runter. Das ist interessant. Das ist interessant. Wenn wir die nicht so hoch brauchen, dann müssen wir die auch nicht so hoch machen. Okay. Der Mut scheint recht wichtig zu sein. Einmal gucken wir noch. Ja, an dem Mut ändert sich überhaupt nichts. Gut, also 12, 13, 13. Those are the numbers to beat. Was haben die heute mit den Achten? Das ist belastend. Ja, komm. Da brauchen wir gar nicht mehr weiter gucken. Die Werte sind für die Katz. Machen wir neu. So. Der Streuner, das wird potenziell auch der Kerl sein, der dann so Sachen wie Betören oder auch Falschen übernehmen wird. Das heißt, da sollten wir vielleicht auch so ein kleines bisschen auf den Charisma-Wert achten. Und da sage ich mal Körperkraft 10, aber ich nehme mal Klugheit 10. So, 12 ist ja erstmal wichtig für den Wert Mut. Gewandtheit, Fingerfertigkeit. Intuition, ich mach mal Charisma. Das hatte ich gehofft, dass wir noch eine 13 kriegen, deswegen war ich etwas zögerlich. So, ich überprüfe kurz die Werte, aber prinzipiell gefallen mir die schon ganz gut. 13 plus 9 plus 10, wir sind bei 79, wir erfüllen also die Mindestvoraussetzungen für unsere Gruppe locker. Komm, hier haben wir gleich die Goldgier rein, was soll's. Niedriger Aberglaube ist mir wichtig. Der kann ruhig sehr neugierig sein. Und von mir aus auch ein bisschen Höhenangst haben, das passt da ganz gut. Aber Totenangst haben wir hier gar nicht. Und jähzornig sollte unser Streuner auch nicht sein. Raumangst 7 ist natürlich leicht belastend. So, wir könnten einen Streuner erschaffen mit diesen Werten. Wir könnten aber nochmal gucken, ob wir die Werte vielleicht noch ein bisschen modifizieren können. Ob wir die Intuition zum Beispiel noch auf 10 hochholen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, dafür kommen. Dann nehmen wir einen Punkt Totenangst in Kauf. Und die Goldgier kann ruhig auf 8. So, da ist unser Streuner, aber das ist ein ekelhaftes Bild, den nehmen wir nicht. Das hier, das ist unser Streuner. Oh Gott, Schutzgott Fex. Das sehe ich ja jetzt erst, das ist richtig gut. Das ist der Gott der Diebe, das passt wunderbar. So, sein Name ist Harvey. So, und auch hier, was haben wir für eine Attackerparade? Basiswert 7. Okay. Ein Kampftalent, natürlich auch für den Streuner. In diesem Fall sind das die Stichwaffen. Das passt ganz gut. Dann das Übliche hier, Klettern. Klettern ist wichtig.
Schwimmen auch. Das sind so zwei Werte. Wir sind viel in der Natur, wir sind viel in der Wildnis unterwegs. Teilweise dann auch in sumpfigen Gebieten, definitiv in bergigen Gebieten. Und da sind halt so bestimmte Grundwerte, was so Sachen wie Klettern und Schwimmen angeht, aber auch Körperbeherrschung in diesem Fall, tatsächlich nicht verkehrt. So, hier brauchen wir jetzt die Gesellschaftstalente. Und zwar ist mir Gassenwissen hier wichtig. Ja, oder auch nicht. Aber feilschen soll er ja auch können. Und dann nehmen wir gleich noch einen Punkt Betören mit. So, auch hier die Intuitionstalente, die lassen wir nicht außen vor. Und handwerkstechnisch Schlösser knacken. Das ist so eine Sache, das haben wir unserem Zwerg ja auch beigebracht, ne? Das war ja ernst jetzt hier. Alter. Ja, da müssen wir beim nächsten Level-Up müssen wir dann mal überlegen, ob der Streuner oder der Zwerg sich dann auf das Schlösserknacken spezialisieren wird hier. Prinzipiell, ich hätte halt gern auch nochmal hier Taschendiebstahl oder Falschspiel oder sowas noch mit reingenommen. Oder ein bisschen, ja, Menschenkenntnis, weiß ich nicht, wie nützlich das wirklich ist, aber hätte man auch mitnehmen können oder schätzen. Mein Gott, wir haben ja auch noch den Zwerg. Ja, der kann ja auch einiges noch. Ich würde tatsächlich die Werte so lassen. Wurfwaffen, haben wir so einen hohen Wurfwaffenwert, echt? Krass. Na gut. Aber damit sind wir für heute tatsächlich schon wieder fertig. Zwei weitere Charaktere erstellt und das nächste Mal kommen dann die magiebegabten Helden dazu. Und dann geht's auch schon bald los. Ich freue mich tierisch drauf. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert von den Spielen wie ich. Bald ist der Moment gekommen, das herauszufinden. Wir hören voneinander. Bis dann und ciao.